Ja, hallo. Wir hatten heute im letzten Blog die Session Autorenstammtisch. Mein Name ist Silke Gesa Bussmann und ich habe die Session gehalten mit Janis Plastagios und Mila Eckenfels, gemeinsam mit unter anderem auch noch Petra Bauer und ihrem Jungmann führen wir seit ungefähr 4 Monaten mittlerweile einen virtuellen Autorenstammtisch zweiwöchentlich auf Google Hangout und bieten so Lesern einen direkten Eindruck in unseren Schreibprozess und in unsere Wohnung, in unsere Privatheit. Und wir wollten dieses Konzept einfach auf dem Autorencamp mal vorstellen, weil wir auch live vom Buchcamp tatsächlich heute einen Autorenstammtisch machen und wollten mal hören, wie andere Autoren und andere Buchmenschen das eben finden. Und die Resonanz war, glaube ich, ganz positiv. Viele Leute kannten es noch gar nicht. Die Möglichkeit, eben live einen Autorenstammtisch abzuhalten, und es wurden viele Fragen gestellt, nicht sehr auf technischer Basis, sondern wie wir das machen, was wir, worüber wir reden und wie das abläuft. Und ich glaube, wir haben ein paar neue Zuschauer gewonnen, wenn ich ehrlich bin, und da freuen wir uns sehr drüber. Für mich war es positiv, wir haben Anregungen bekommen und ich hoffe, das war auch auf der Gegenseite so.